Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Desperados 3. Und wir müssen immer noch hier hinten den letzten Mann in Flagstone töten. Warum hieß denn der nochmal? Ach ja, McBain. Genau. Und das machen wir jetzt auch, aber es ist recht schwierig, weil er wirklich von allen Seiten gut bewacht wird, beziehungsweise alle uns sehen können. Ich habe McCoy hier unten, ich habe unseren Cooper hier unten sitzen. Und hier oben ist Hector und wartet noch. Also das ist gar nicht so leicht. Schön, dich zu sehen, Amigo. Ihn könnte ich auf jeden Fall nicht flach machen, weil der andere sieht ihn ja immer. Und die gucken zwar alle nicht da. Aber er guckt darüber. Das heißt, man müsste die synchron killen. Aber ob das klappt, weiß ich nicht. Wir probieren es mal. Nochmal. Warte mal. Speichern einmal. Und dann gehen wir ins Synchron-Killen rein. Mal sehen, was klappt. Ich glaube zwar nicht, aber wir probieren es. So. Machen wir erstmal. Augen auf. Genau, du gehst hier hin. Sieh genau hin. Und los. Ab. Und du gehst um die Ecke. Und killst ihn. Jetzt wird's das heiß. Ganz synchron. Komm, komm mal her. Nicht ein Glückstag heute. Okay, die liegen zwar und es hat noch keiner die entdeckt so richtig. Das heißt, ich könnte versuchen, die gleich zu holen. Pass mal auf, ich schicke mich mal schnell ins Gebüsch. Dann mit dem Dicken. Wird auch Zeit. Ich gebe dir einfach mal eine Leiche, warte, wir speichern mal kurz. Mal sehen, was das bringt. Dabei. Das sind die zwei Scherzwolde. Warum passiert das? Okay. Ich kann den also nicht hochheben, den Typen. Das geht nicht. Das finden die nicht lustig. Brauche aber mein Messer wieder. Also warte, müssen wir gucken, was der Typ da. Warte mal, wir lassen ihn mal hier oben stehen. Überall diese Ärsche von der Company. Wieder im Gestrahl. Na gut, dann laufen wir mal hier hin. Und legen ihn hier hinten einfach das Gebüsch ab. Das sieht ja anscheinend keiner. Okay. Dann versuchen wir mit. Dem müssen wir gleichzeitig die beiden Typen da hinten killen, glaube ich. Das klappt sonst nicht anders. Ihn hier, sollen wir ihn hier wegholen? Ich lasse, der sich nochmal dreht. Speichern mal kurz. Wer hat Lust? Wer hat schon Blut vergießen? Okay, hat er auf der anderen Seite gesehen. Okay, dann machen wir das nicht. Dann machen wir es doch anders. Gleich mal vorbei. Da steht ja eh nur mit dem Rücken zu uns. Okay, jetzt müssen wir die beiden dann natürlich synchron killen. Ne? Das ist natürlich so, dass der... Ja, aber die synchron zu killen ist auch nicht so einfach. Mal gucken. Genau das brauche ich jetzt. Aber ich habe eine Idee, warte mal. Oh, kann's kaum erwarten. Pass mal auf. Den verstecken wir mal hier drin. Wer ist der Nächste? So, können wir nicht hier seine coole Bärenfalle aufbauen? Jetzt kommt Bianca. Ich mach's mit Singstimme. Das muss schon gehen. Darf, der andere Typ da oben darf das nicht hören. So vielleicht. Wer ist da? Glaub ja nicht, dass du dich verstecken kannst. Oh Mist. Ihr macht das alles nur noch schlimmer. Er ist rausgegangen. Das ist ja bescheuert. Nicht mit mir, Arschloch. Ich hab eine Leiche gefunden! Ah, okay, das war natürlich nicht so gut geplant. Machen wir mal. Das war natürlich richtig bescheuert gerade. Okay. Aber dann geht's ja auch anders. Dann können wir ihn ja vielleicht doch mit der Münze auch locken, den Typen. Hey. Reicht ja vielleicht auch. Dann schicken wir ihn mal hier hin. Genau das brauche ich jetzt.
ihn gehen wir nach oben. Dann können wir versuchen, wenn er hier nimmt. Wer hat Lust zu sterben? Nee. Da ist die Münze. Ganz alter Dreck. Der muss die ja nur hören. Hört er die hier noch so? Was ist das für ein Lärm? Augen aufs Ziel. Okay, da rechnet er sich. Bin gar nicht. Dann machen wir es ganz anders. Genau wie früher, amigo. Ich kann auch nur pfeifen. Ich mach's mit Singstimme. Jetzt machen wir mal Lärm. Jetzt kommt Bianca. Da. Sieh genau hin. Gleich fliegen die Zähne. Okay. Die nehm ich. Okay. Hier legen wir noch eine Leiche hin. Okay. Das sieht auch schon ganz gut aus. Dann müssen wir natürlich versuchen, anderen noch zu killen. Da sind recht viele. Also hier unten ist alles leer geräumt. Wir haben eigentlich noch die drei da oben. Können wir ihn da oben ja killen, wenn er mal nicht hinguckt. Wer hat Lust zu sterben? Kommt schon mal her. Kann ich ihn sehen da oben, wenn er liegt? Ich hoffe nicht. Ich glaube nicht, ne? Gut. Das ist schon mal gut, dann verstecken wir ihn hier drin. Ich kann die Kerle nicht aus. Bären, den wir mit. Das etwa lustig? Seht euch diese Wand an! Völlig kalt! So, ich gehe mal hier stehen. Hart hier. Kann ich da reinrennen, ohne dass er mich sieht? Das ist nicht. Anscheinend. Deshalb musste der Zug also außerhalb der Stadt anhalten. Man sollte annehmen, dass die Eisenbahn für die Leute hier gut wäre. Aber dann haben sie den halben Ort abgerissen. Wer auch immer das angewiesen hat, will, dass diese Leute von hier verschwinden. Das wäre Vincent de Witt. Wenn Sie das sagen, Männer wie er sind der Grund, warum hier alles den Bach runtergeht. Klar, weil er Männer wie uns hat, die für ihn die Drecksarbeit machen. Du verdirbst die Stimmung. Amigo. Die Schicht ist um, McBain. Das war's. Alles erledigt. Jetzt zufrieden? Kannst du jetzt nachts wieder schlafen? Alles gut, Cooper. Lass uns zum Saloon zurückgehen. Unsere Drinks warten noch auf uns. Die müssen wir gleich trotzdem einmal killen, die beiden. Er ist zwar ein bisschen nervös da. Das ist einfach falsch. Da können wir nichts machen. So, pass auf. Wie läuft's? Wir probieren's einfach mal. Kein Problem. Die werden uns nicht kommen sehen. Kein Problem. Wir probieren's. Und noch einer. So, dann komm mal raus hier. Zack. Wen war's das? War jetzt gar nicht so schwierig. Du musstest mich mit reinziehen. Gut. Geht der auch noch raus hier? So, Ziel aktualisiert. Machen die Stadtleute zum Saloon zurückkehren. Ich dachte, das Ganze wäre gut für die Stadt. Viel los in dem Städtchen. So froh, als der Bürgermeister uns sagte, dass die Eisenbahn kommen würde. Und jetzt? Dieser Typ, den die Company... Weiß ich gar nicht, wo der Saloon war. Was hier vorne nicht irgendwo? Unten, ne? Genau. Das ist wieder abgefahren, ist also genau der war das. Ich stöbere nur. Entschuldigung?
Aber sie haben nie irgendwem davon erzählt, dass alles abgerissen wurde. Diese armen Leute. Gentlemen, ich habe euch Whisky aufgehoben. Gracias, Senorita. Um diese Kerle musst du dir keine Sorgen mehr machen. Wir haben uns um sie gekümmert. Ach, das ist lieb von dir, Hector. Ein wenig mehr Ruhe könnten wir hier gut gebrauchen. Nun, Leute, ich muss mal weg. Könnt ihr bitte hier alles im Auge behalten? Überlasst das uns. Bedient euch. Ich bin gleich wieder da. Und? Wie lange bist du schon hier? Ein paar Tage. Warum fragst du? Hast du ihn gefunden? Weißt du, wo er ist? Muss das jetzt sein? Was zum Teufel ist los, Hector? Ich meine ja nur, wir hatten gerade so viel Spaß. Warum jetzt alles verderben? Hey, ich bin nicht hier, um den guten Samariter zu spielen. Wir wissen beide, dass er für DeWitt arbeitet. Also sag mir einfach, wo er ist. Langsam, amigo. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er im Haus des Bürgermeisters ist. Nur ein kurzer Ritt auf den Berg. Dann gibt es keinen Grund, noch mehr Zeit zu vergeuden. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Es wird spät. Ich habe das lang genug vor mir hergeschoben. Was macht ein Tag schon für einen Unterschied? So wie ich Frank kenne, wird er morgen immer noch dort sein. Also gut. Dann morgen. So gefällt mir das besser, amigo. Und jetzt erzähl mal, was du so getrieben hast. Na, die beiden kennen sich ja wohl schon Ewigkeiten. Auch nicht verkehrt. So, schauen wir uns mal Statistiken an. Grabe Josh, belauscht 10 private Gespräche, töte 3 Missionsziele auf einmal. Das habe ich geschafft. 3 Missionsziele auf einmal. Speedrun, schließt die Mission unter 7 Minuten ab, schließt die Mission in Schwierigkeitsgrad. Okay, haben wir das nicht. Lasse den Tod von 4 Zielen die Unfälle aussehen. Da haben wir nur 2 von geschafft. Töte niemanden im Schienenbereich und lockert dort auch niemanden aus. Berühre keine Gebüsche oder okay, das sind natürlich Hardcore-Sachen. Aber wenn man es sich anguckt, kommt noch relativ gut dabei. Der Salon war das Schwierigste, wie man sieht. Haben wir wirklich echt lang gebraucht für. Wie viele Versuche man auch gebraucht hat. Aber naja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Bin gespannt. Blackstone geschafft. Higgins Anwesen. Der Mann, den sie Frank nennen, befindet sich auf dem Anwesen von Bürgermeister Higgins. John Trooper begibt sich dorthin, ohne zu wissen, dass eine gewisse Person sich dort auf ihre Hochzeit vorbereitet. Oh oh. Von Flagstone aus, einen halbstündigen Ritt in den Berg hinauf, liegt das neu gebaute Anwesen von Bürgermeister Higgins. Da nach gewissen Machenschaften mit dem DeWitt Company zu erheblichen Reichtum gelangt ist, hat Higgins keine Kosten und Mühe gescheut, seine bescheidene Bleibe mit dem neuesten Komfort und Luxus auszustatten. In den letzten Tagen waren alle auf den Anwesen mit Hochzeitsvorbereitung beschäftigt. Bürgermeister Higgins hat sich nach Jahren der Abweisung endlich die Liebe seines Lebens überzeugen können, den Bund der Ehe einzugehen. Was er jedoch nicht weiß, dass die Braut für den großen Tag ganz eigene Pläne hegt. Na. Alle mal bitte stillhalten. Einfach großartig. Und noch eins. Ich glaube, diese Seite sieht noch stattlicher aus. Ich hol noch eine Platte. Gut. Wie gefällt dir das neue Kleid, mein Täubchen? Es ist wunderhübsch, Schatz. Oh, ausgezeichnet. Ich möchte, dass noch in vielen Jahren von diesem Tag gesprochen wird. Higgins. Ach, was ist denn? Frank sagt, dass er ungeduldig wird. Psst, nicht jetzt. Siehst du denn nicht, dass wir gerade beschäftigt sind? Tut mir leid, mein Täubchen. Ich muss mich leider wirklich darum kümmern. Mach dir um mich keine Sorgen, Schatz. Warte hier. Ich bin gleich wieder da. Lenkt Frank ab. Ich brauche mehr Zeit. Ich muss mir unbedingt das Blumenarrangement ansehen. Ja, Sir. Ach. Auf Wiedersehen. Endlich. Ich dachte schon, er würde nie gehen. Ich muss schnell sein. Holen, was ich brauche und verschwinden, bevor ich vor den Altar gezerrt werde. Zuerst brauche ich einen Schlüssel für die obere Etage. Ich glaube, sie hat einen Ersatzschlüssel. Sie wird wohl nichts dagegen haben, wenn ich ihn mir kurz borge. Die Wachen werden mich nicht stören, solange ich mich nicht zu sehr daneben benehme. Okay. Sobald ich ihn habe, schleiche ich durch die Tür der Bibliothek rein. Zur oberen Etage ist der Zutritt verboten. Ich muss den Wachen ausweichen, bis ich das Büro erreiche.
Dort werde ich alles auf den Kopf stellen, bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Also gut. Ich muss von hier verschwinden, bevor der Bräutigam beschließt, nach seiner Braut zu schauen. Eins muss ich ihm lassen. Das Kleid ist wunderschön. Na gut, wie gehen wir mit ihr los? Wo war die Tante? Wo stand die? Da war. Da hinten? Gott, dieser Hund hasst mich. Das beruht aber auf Gegenseitigkeit. Scheiß auf den Köter. Da kann es wahrscheinlich zu Verhängnis werden. Also, in bestimmten Missionen kann Kate mit Feinden Taschendiebstahl begehen. Sei aber vorsichtig, wenn sie dabei gesehen wird, gibt es einen Alarm. Warte mal. Ah, das ist das? Nicht ganz recht. Gehen Nancy und okay. Ich werde mir den Schlüssel von ihr holen. Aber der Typ auf dem Balkon scheint zu sehr auf sie fixiert zu sein. Mit diesem Parfum kann ich ihn bestimmt ein wenig blenden. Auf mein Zeichen. Wir machen besser schnell. Das sieht ein wenig krumm aus. Was zum Teufel? So. Wir haben hier einen Scherzbold. Eines Tages werde ich den Mut aufbringen. Eines Tages. Moment. Warte mal. Relativ schnell gehen. Mein Trick. Überraschung. Nein. Bleib stehen, Tante. Noch ein klein wenig. Hey. Ach, verdammt. Sehr schön. Soll ich ihn denn aus? Ein bisschen Niespulver. Hallo, Mary. Verdammt. Nein. Okay, 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 okay. Es klappte nicht. Nicht gefunden. Wir haben nicht gespeichert, glaube ich. Der Krachmacher! Hey, du! Wir haben ja nicht gespeichert, zum Kack. Sehe ich gerade. Na gut, egal. Laden wir kurz hier nochmal. Wollen wir die Mission hier einfach neu starten? Da. Ja, starte die Mission neu. Wird gleich nochmal speichern, habe ich gar nicht dran gedacht. Dumm, aber egal. Das war wirklich dumm gerade. Alle mal bitte stillhalten. Also wir springen, haben wir schon gesehen. Zuerst brauche ich einen Schlüssel für die obere Etage. Okay, wir speichern jetzt. Eins muss ich ihm lassen. Das Kleid ist wunderschön. Ich kann sogar einen Hund ausmachen. Wie geil ist das denn? So, da ist der Schlüssel. Ich muss irgendwie ablenken. Warte mal. Dieser Hund hasst mich. Ja, das beruht aber auf Gegenseitigkeit. Was kann man denn hier machen? Ich werde mir den Schlüssel von ihr holen. Hey, hat einen unbegrenzten Vorrang, Waffen mit einem werden, vorübergehend die Wachen in Reichweite. Fixiert zu sein. Okay. Mit diesem Parfum kann ich ihn bestimmt ein wenig blenden. Was ist das? Na bitte. Was zum Teufel? Doch, hey, wieso klappt das nicht? Oder eins muss ich ihm lassen. Das Kleid ist wunderschön. Speichern wir da oben. Sie geht ja leider nicht woanders hin. Das ist das Problem. Gott, dieser Hund hasst mich. Das beruht aber auf Gegenseitigkeit. Ich werde mir den Schlüssel von ihr holen. Aber der Typ auf dem Balkon scheint zu sehr auf sie fixiert zu sein. Mit diesem Parfum kann ich ihn bestimmt ein wenig blenden. Hey! Na bitte. Lass das, Arschloch! Okay, das geht nicht. Hm, wie anmutig sie aussieht. Ich wünschte, das wäre unsere Hochzeit. Blenden wir sie ein bisschen. Bon voyage! Ha, wir haben hier einen Scherzbold! Das bringt nichts. Ich bin zu langsam. Das sieht ein wenig krumm aus. Lass mich mal. Wie kann man ihn denn? Ah, perfekt. Mein Trick. Eines Tages werde ich den Mut aufbringen. Eines Tages. Nimm meine Nase vor. Ah, okay. Das kann ich gebrauchen. So, Schlüssel haben wir. Hab ihn. Und jetzt die Treppe hoch und durch die Tür zur Bibliothek. Der richtige Weg hier? Wir suchen es mal. Hm.
Sie hätte mich beinahe gesehen da hinten. Nee. Hä, hey, kannst du hier hinten rumlaufen, um da hinzukommen? Nee. Ich meine, ich kann da irgendwo hochklettern, das sehe ich. Aber das wäre ja ein bisschen zu weit, oder nicht? Oder, ah, das ist ein Ablenkungsmanöver, oder? Versuchen es mal. Die sehen doch nur die Kisten, oder? Was war das? Tja, scheiße. Wie zum Teufel ist das denn passiert? Das hier ist einfach falsch. Hätte ich ihn ausnocken sollen? Oh Mann, das ist heftig. Wahrscheinlich. Hätte ich nicht dann gedacht. Natürlich dumm. Was mache ich denn jetzt? Ah, hier gibt's nichts mehr zu tun. Das setzt dich ein Weilchen außer Gefecht. Oh, gut dann. Ich finde, du solltest dich hinlegen. Kann ich einfach alle ausnocken hier? Wenn's mal. Du brauchst eine kleine Pause. Na los. Da ist die Tür. Ich schlüpfe rein, wenn niemand hinsieht. Hä? Scheiße. Was war das? Hältst dich wohl für schlau, hä? Geh schlafen. Komm, Kätzchen. Komm. Okay, wir knocken sie alle aus, das wissen wir schon. Zeit, Eindruck zu hinterlassen. Guck mal, das ernsthafte Gewicht da hinten noch. Aber ich glaube nicht. Und. Und jetzt ein kleines Versteckspiel. So, wir sind drin. Das heißt, wir können auf jeden Fall in die. Wir speichern mal kurz. Sollst du dich nicht da hinsetzen? Nichts. Verdammte Zeit verschwenden. Hat er mich gesehen? Hast du Dollar gesehen? Nee. Gut. So, wir sind im Haus drin. Den Rest machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.